Freche Fragen an Pflegekräfte. Kann dich noch etwas schocken? Ich glaube, nach den ganzen Jahren, was ich gesehen habe, nicht mehr. Was mir immer sehr nahe geht, ist relativ schlechte Fälle oder halt Perspektiven mit Kindern. Ja, ich glaube schon, weil ich ja noch nicht so lange jetzt in dem Berufsleben bin, habe ich auch noch nicht so viel gesehen. Also ich denke definitiv, dass mich noch sehr viel schocken kann. Ich habe 16 Jahre Intensivstation hinter mir. Ich habe vieles gesehen, vieles Schlimmes gesehen. Aber ich denke, es geht auch immer wieder noch was schlimmer. Ja, aber aktuell, mal gucken. Das weiß ich nicht so genau. Also es gibt ja immer gute und schlechte Situationen und denk mal, wenn es so unvorhergesehene Dinge sind oder man eine besondere Beziehung dazu hat, dann kann das schon passieren. Schwierig. Also in der Zeit hat man ja nun mal doch sehr viel gesehen. Irgendwas sicherlich, aber ich könnte jetzt nicht auf Anhieb sagen, was. Also erstmal würde ich sagen, nein, aber es wird sicherlich der Fall mal noch kommen. Ja, ich denke, dass man in unserem Beruf allgemein nie so abgestumpft sein sollte, dass man denkt, man ist vor allem also geschützt oder das geht eigentlich nah. Es gibt auch Momente, wo mich heutzutage nach 20 Jahren Berufserfahrung immer noch Sachen überraschen und mich vielleicht auch traurig machen.